Liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt ja recht turbulente Monate hinter euch und auch bestimmt auch noch die ein oder andere Turbulenz an diesem Wochenende vor euch. Und wenn in Berlin das Rot Rheinland-Pfalz fällt, da verdrehen manche die Augen. Aber ich möchte dann doch mal sagen, ich hatte schon die ein oder andere Veranstaltung hier in Rheinland-Pfalz und da waren viele dabei, die waren richtig gut, mit tollen Debatten. Also sicherlich, es braucht einen Aufbruch und so weiter, aber ich möchte auch mal sagen, es gibt auch so einiges in Rheinland-Pfalz, was schon richtig gut läuft und woran man wirklich anknüpfen kann, wenn man jetzt gemeinsam in den Wahlkampf zieht. Noch gar nicht so lange her, da war mein Stadtverband Dresden zutiefst zerstritten und dann bei Parteitagen kamen dann uns aus Berlin Leute eingeflogen und haben uns erzählt, dass wir uns jetzt vertragen müssen und alle haben geklatscht, weil man war ja immer die Überzeugung, der Streit geht von den anderen aus und nicht von einem selber und dann sind die aus Berlin abgereist und alles ging so weiter wie bisher. Ich habe also so ein bisschen eine Ahnung davon, wie man sich fühlt, wenn jemand vorne steht und sagt, vertragt euch, insofern will ich das jetzt gar nicht machen, weil ihr habt kontrovers und müsst die offensichtlich auch kontrovers austragen. Aber ich habe eine Bitte. Und vielleicht können wir uns was am Anfang versprechen, wenn noch nicht klar ist, wie dieser Parteitag enden wird. Egal wie die Kämpfe dieses Wochenendes ausgehen, ab Montag sollte es nur noch einen Kampf geben, und zwar den Wahlkampf, zumindest bis Ende März. Ganz fein säuberlich notieren, was ihr noch wem aufs Butterbrot zu schmieren habt. Wenn ihr noch gute Ideen für Karikaturen über Genossen habt, dann notiert das alles schön ordentlich, aber schließt es dann erstmal ein. Mindestens bis Ende März. Ja? Also ich meine, das heißt jetzt nicht, dass nach dem Wahltag das gleich weitergehen muss mit Karikaturen und so weiter, aber vielleicht kann man erstmal jetzt bis zum, sozusagen, sich jetzt für bis zu dem Wahltag auf den Waffenstillstand verständigen. Denn ich meine, und das ist ja schon deutlich geworden bei den Vorreden, es geht bei diesem Wahlkampf und so viel mehr als darum, dass ein paar tolle Leute von den Linken im Landtag sitzen. Denn wenn wir in Rheinland-Pfalz an der 5%-Hürde scheitern sollten, dann wird das immer bundesweit aufgedeutet als das Scheitern der bundesweiten Verankerung der Linken. Und wenn irgendjemand glaubt, das Scheitern würde dann bloß dem einen Flügel, den man vielleicht selber gar nicht so toll findet, zur Last gelegt, ich glaube, der wird. Die geneigte Öffentlichkeit, die wird nicht unterscheiden, ob die da gescheitert sind, jetzt die Kipping oder den Heinz Bierbaum sympathischer finden oder ob die in Berlin alle total gaga finden. Die geneigte Öffentlichkeit wird es auffassen, als dass die Linke in einem Boot sitzt und gemeinsam gescheitert ist. Und diese Signale. Und es geht um so viel mehr als um unsere Partei. Es geht auch darum, ob der Protest gegen Hartz IV geschwächt wird oder ob er mehr Rückenwind bekommt. Hartz IV ist abgekehrt. Mit diesem Plakat sind wir vor vielen Jahren in den Wahlkampf gezogen. Wir sind kritisiert worden, das sei verkürzt, das sei platt. Ich habe das jetzt 6 Jahre ungefähr erlebt, was das bedeutet. In meiner Arbeit als Sozialpolitikerin, als Vorsitzende des Ausschusses für Soziales. Und ich kann nur sagen, ja, wir waren zu kurz mit unserem Plakatspruch. Hartz IV ist eben nicht nur Armut per Gesetz, sondern Hartz IV ist auch Schikane und Diskriminierung von Menschen per Gesetz. Und Hartz IV ist sowohl ein Angriff auf die Erwerbslosen wie auf die Beschäftigten. Und deswegen wird es abgeschafft. Auch wenn es jetzt ja niemand so recht gewesen sein will, für die Elternschaft bei Hartz IV braucht es keinen Vaterschaftstest. Wir erinnern uns noch sehr gut daran, dass es sowohl CDU, FDP, SPD wie Grüne waren, die bei der Geburt von Hartz IV beteiligt waren. Es gibt nur eine Partei im Deutschen Bundestag, die von Anfang an Nein zu Hartz IV gesagt hat. Das ist die Linke und deswegen bedeutet eine Schwächung der Linken immer auch eine Schwächung des Protests gegen Hartz IV. Und das können wir uns nicht leisten, gerade nicht in der gegenwärtigen Situation. Zweimal haben die Hartz-IV-Parteien eine saftige Ohrfeige bekommen. Im Februar erst hat es beurteilt, Tanja hat das angesprochen, dass die Hartz-IV-Regelsätze gegen die Menschenwürde verstoßen und deswegen neu berechnet werden müssen. Was macht nun Schwarz-Gelb mit diesem klaren Auftrag? Und sie rechnen so lange rum, bis eine läppische Erhöhung auf 5 Euro herauskommt. Und ich meine, ich könnte euch jetzt stundenlang, aber das kann ich nicht, weil ihr habt ja heute noch einfach vor, von all diesen Ungereimtheiten erzählt. Will man nur mal auf eine einzige eingehen.
Die Höhe der Regelsätze wird abgeleitet von der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Das heißt, Haushalte müssen über 3 Monate hinweg ihre Ausgaben aufschreiben. Und in diese Berechnung sind doch tatsächlich 4 Haushalte eingeflossen, die über 3 Monate hinweg für Nahrung genau 0 Cent ausgegeben haben. Ja, ihr habt richtig gehört, 0 Cent. Ich habe mich nicht versprochen. Als ich die Regierung daraufhin angesprochen habe im Ausschuss, von denen ich ja gesagt, oh, da haben wir wohl Fehler gemacht, sondern da sagen die, ja, da kann man spekulieren, vielleicht haben die ja im Keller Vorräte angelegt für 3 Monate. Also, denen ist auch die dümmste Ausrede nicht so dumm, ja? Während Konzerne von Schwarz-Gelb hofiert werden, wird beim Kleinrechnen des Hartz-IV-Regelsatz jeder noch so platte Trick genutzt, um den Regelsatz klein zu halten. Dagegen müssen wir ein Stoppzeichen setzen, ein sehr deutliches. Zu setzen. Wir tragen den Protest in den Bundestag, wir quälen die Regierung permanent mit Anträgen und Fragen. Wir werden versuchen, alle möglichen Klagewege auszuschöpfen, so sie denn gehen. Und wir haben eine eigene Kommission eingerechnet, die einfach mal ausrechnet, wie hoch ein Regelsatz ausfallen würde, ohne Einzeltricks und so weiter. Aber ich will nur sagen, all unsere Arbeit gegen die schwarz-gelbe Ignoranz wird geschwächt, wenn wir nicht hier in Rheinland-Pfalz erfolgreich sind. Denn leider verstehen die Hartz-IV-Parteien nur eine Sprache. Und das ist die Sprache von guten Wahlergebnissen für die Linken. Dann sind sie zu Kurskorrekturen bereit. Und deswegen lasst uns mit ihnen genau diese Sprache sprechen. Wir sind das auch den vielen Millionen Menschen schuldig, die auf Hartz IV angewiesen sind. Ja. Partei das Geschäft der privaten Versicherungskonzerne, die Allianz gemacht werden. Dafür kriegen sie dann auch immer schöne sachliche Spenden, 60.000 im Jahr. Da kann ich nur sagen, dieses Kummeln mit den Konzernen sollten wir nicht ungewollt belohnen, indem wir uns selber schwächen. Und deswegen, liebe Genossen, lasst uns klar sagen, ja, wir wollen in den Landtag von Rheinland-Pfalz, wir wollen den anderen Parteien Druck machen und diese Entschlossenheit müssen wir auch ausstrahlen. Und das müssen wir nicht die politische Landschaft von Rheinland-Pfalz anschaut, kann man nur eins sagen, die Zeit ohne eine linke Landtagsfraktion, die sollte nun endlich zu Ende sein. Also man muss sich das nur mal anschauen, es ist mir, ich hab es ja nicht glauben wollen, wenn man nur mal so ein bisschen nachschaut, wie so die Nachrichtenlage in Rheinland-Pfalz ist. Die CDU kann einfach mal 400.000 Euro nicht unbedingt nachweisen, weil sie Steuergelder offensichtlich für den Wahlkampf verwendet hat. Der Justizminister mit SPD-Parteibuch ist im Filz verstrickt, muss durch Bundesverwaltungsgericht gestoppt werden. Auf dem Nürnbergring, der eigentlich bekannt ist für schnelle Rennen, geht bloß eins schnell, dass öffentliche Gelder verbrannt werden. Ein CDU-Politiker spioniert mit Hilfe seiner Tochter im Polizei-Informationssystem. Und ein anderer CDUler, ja, der lässt sich einen üppigen Besuch eines Nachtclubs mit Steuergeldern finanzieren. Na, ich kann euch sagen, wenn ich in der Vorabendserie sowas sehen würde, dann würde ich aber sagen, der Regisseur hat eine Macke. So viele billige Klischees gibt es nicht. Und in Rheinland-Pfalz ist das bittere Realität, ja. Es reicht, die Fähigkeit, eine Weinkönigin in den Arm nehmen zu können, reicht als politische Qualifikation. Ich glaube ja, es gibt in diesem Land viele Menschen, die diesen Filz satt haben. Es gibt viele Menschen, die Politik auf dem Niveau von Weinkönigen satt haben. Und es gibt viele Menschen, die es satt haben, dass die etablierten Parteien sie auf den Arm nehmen. Und diese Menschen haben ein Recht darauf, dass es mit der Linken eine gut aufgestellte Alternative gibt. Also strengen wir uns an, wir dürfen Rheinland-Pfalz nicht länger diesen Filzparteien überlassen. Ich setze mir ganz zum Abschluss noch einen historischen Bezug. Es hat ja Zeiten gegeben, da war diese Region Vorhut des Fortschritts. Ich denke nur an die Mainzer Republik, also die erste Republik auf deutschem Boden, die demokratischen Grundsätzen verpflichten war, während es links und rechts drumherum noch die Monarchie und der Adel das Sagen hatte. Ja? Damals war diese Region eher die Vorhut des Fortschritts. So. Also sorgen wir doch dafür, dass eine einst so in der linken Geistesgeschichte fortschrittliche Region nicht am Ende das letzte Bundesland ohne Linke wird. Das wäre doch zu schade. Die Mainzer Republik stand ganz
ersten Zeichen von Aufklärung und der Französischen Revolution. Damals ging es um Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Diese Ziele haben nichts, aber auch nichts an ihrer Aktualität verloren. Setzen wir auch heute uns dafür ein. Gleichheit, Freiheit und Solidarität. Wir haben Großes an. Fangen wir damit an. Dankeschön.